Herr Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wenn man den Kollegen der Opposition so zuhört, dann müsste man ja glauben, wir sprechen hier über moderne Sklaverei. Und wissen Sie, wenn ich über Zeitarbeit und Werkverträge nachdenke, dann denke ich an Flexibilität, dann denke ich an Wettbewerbsfähigkeit und dann denke ich nicht per se an Lohndumping und die Ausnahme von Arbeitnehmern. Dann denke ich daran, dass wir in der Zeitarbeitsbranche eine Branche mittlerweile haben, die sich in den letzten 14 Jahren von einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme zu einer Branche emanzipiert hat, mit fast 1 Million Mitarbeitern, wo 82% ein unbefristetes Arbeitsverhältnis haben und 98% unter einem Tarifvertrag fallen. Darauf kann man auch stolz sein. Und das, was Sie hier versuchen, Zeitarbeit per se schlecht zu reden, lassen wir nicht zu. Zeitarbeit ist eine Stütze der deutschen Wirtschaft und deswegen machen wir ein aktuelles Gesetz und ein zukunftsgerichtetes Gesetz. Und das hat die Koalition aus SPD, CDU und CSU heute vorgelegt. Vielmehr noch, Zeitarbeit schafft auch Jobs. 70% aller Mitarbeiter in der Zeitarbeit waren vorher arbeitslos. 20% davon mehr als ein Jahr oder noch nie. Das heißt, wir haben mit der Zeitarbeit auch ein Tool, um Menschen wieder in Arbeit zu bringen, um Menschen wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Zweiter Punkt, Werkverträge. Wie wir hier über Werkverträge mit Ihnen diskutiert haben bei der ersten Lesung im Ausschuss, Entschuldigung, es hat mit der Realität nichts zu tun. Werkverträge ist kein Instrument für Lohndumping. Werkverträge, meine Damen und Herren, ist die Grundlage der deutschen Wirtschaft. Jeder Handwerker, jeder Dienstleister lebt von Werkverträgen. Sie reden die per se schlecht. Das ist nicht, was wir mit diesem Deutschland machen wollen. Das hat nichts mit der Wettbewerbsfähigkeit dieses Landes zu tun. Das schafft keine Arbeitsplätze. Das ist Überregulierung. Das schafft Arbeitslosigkeit, was Sie hier fordern. Und das ist etwas, was wir hier nicht zulassen. Wir dürfen Zeitarbeit und Werkverträge und wir müssen Zeitarbeit und Werkverträgen einen Rahmen setzen. Das haben wir getan. Mit Sanktionen, mit sehr starken Sanktionen, mit dem Verbot der vorläufigen Überlassungserlaubnis, die man rausziehen konnte, mit der klaren Bekenntnis, was vorher ein Werkvertrag ist und was Zeitarbeit ist. Aber eines sage ich Ihnen auch, die Entscheidung Make or Buy ist eine unternehmerische Entscheidung und da gehört sich auch hin, wer die Verantwortung trägt, muss auch die Entscheidungskompetenz haben und auch dem wird dieses Gesetz gerecht. Ziel des Gesetzes ist es, so viel Sicherheit wie nötig, aber vor allem auch so viel Flexibilität wie möglich. Wir wollen gute sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze erhalten und weiter ausbauen. Das ist das Ziel und das sollte uns hier allen in diesem Haus ins Stammbuch geschrieben werden. Die CSU hat sich, glaube ich, wie keine andere Partei in diesem Parlament immer wieder für eine Verbesserung und für eine Optimierung der ersten Gesetzesentwürfe eingesetzt und haben um bessere Lösungen gerungen. Und ich kann nur sagen, das ist uns auch gelungen. Ich darf daran erinnern, dass im ersten Entwurf die OT-Betriebe überhaupt nicht erfasst waren. Die haben wir auch mit drin. Somit ist der Mittelstand von dem Gesetz mit abgedeckt. Wir haben das Streikrecht vom ersten Entwurf der Realität angepasst. Wir haben diese unsägliche Positivliste im ersten Entwurf komplett gestrichen und haben jetzt eine vernünftige Definition des Arbeitnehmerbegriffs. Und wir haben eine praxistaugliche Übergangsregelung mit festgeschrieben. Wie jedes Gesetz ist auch das hier ein Kompromiss, ein Ringen von unterschiedlichen Auffassungen. Ich bin mit der Equal-Pay-Definition nicht ganz zufrieden. Kollegen sind wahrscheinlich auch mit der Widerspruchsregelung nicht ganz zufrieden. In 3 Jahren gucken wir das Ganze uns noch mehr an in der Evaluation. Bis dahin geben wir dem Gesetz auch die Möglichkeit zu wirken. Ich denke, die Koalition hat heute ein gutes Gesetz vorgelegt. Das Gesetz ist zeitgemäß. Es sichert Arbeitsplätze in der Zukunft. Deutschland muss wettbewerbsfähig bleiben. Deutschland muss fit für die Zukunft bleiben. Dazu gehört auch der Arbeitsmarkt. Ich kann Ihnen nur die Zustimmung empfehlen. Herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen.